Was bedeutet es, in El Salvador auf der Seite des Gesetzes zu stehen? Mit starker Polizeipräsenz wird versucht, dem Töten Einhalt zu gebieten. Thilo darf an einer Polizeipatrouille teilnehmen. Was wollt ihr keine Weste haben? Der Kameramann möchte auch eine haben. Neben den verfeindeten Banden haben die Gangs auch der Polizei den Krieg erklärt und sie zur Zielscheibe des Terrors gemacht. Auch außerhalb des Dienstes riskieren Polizisten ihr Leben. In den ersten Monaten des Jahres sind bereits 15 von ihnen Opfer der Banden geworden. Hier sind wir quasi im historischen Zentrum. Hier im Zentrum der Stadt ist insbesondere die Bande der MS-13 am aktivsten. Sie ist hier überall verbreitet. Da, wo wir jetzt hinfahren, agiert eine andere Gang. So ungefähr 5 Häuserblöcke weiter südlich. Die sind in sich geschlossen. Aber wenn es passiert, dass sie sich über den Weg laufen, dann bringen sie sich gegenseitig um. Also hier ist die Barrio 18-Gegend. Und gleich da siehst du so Treppen und da beginnt das Revier der Rivalen. Und was machen wir jetzt? Wir suchen nach einem Auto, das hier was abgeladen hat. Langsamer kann man wohl kaum durch das Grenzgebiet zweier verfeindeter Gangs fahren. Wenn die so nah beieinander sind, gibt es dann auch täglich Kämpfe? Naja, es ist immer dasselbe. Letzte Woche wurde uns ein Mann abgeliefert. Der war in einem Tuch eingewickelt. Seine Glieder und sein Kopf waren abgeschnitten. Seine Arme, Beine und Kopf. Er hatte noch dazu ungefähr 50 Messerstiche in der Brust. Das waren die Revolucionarios. Gewalt gehört in El Salvador zum Tagesgeschäft. Und hinterlässt eine tief traumatisierte Bevölkerung ohne Perspektiven und Hoffnung. Wer sich nicht an die Devise »nichts sehen, nichts hören« hält, gerät auch als Unbeteiligter schnell in den Strudel der Ganggewalt. Warum sind Sie Polizist geworden? Es scheint ein sehr gefährlicher Job in El Salvador zu sein. Ja. In diesem Land ist es sehr schwierig, eine sichere Arbeitsstelle zu finden. Das Einzige, was einem übrig bleibt, ist Soldat oder Polizist zu werden. Wenn ich die Gelegenheit hätte, etwas anderes zu tun, würde ich hier ohne Zweifel aufhören. Hier ist auch ein Tatort. Ja, ein Mord. Liegt er unter dem weißen Tuch? Ja. Es gibt jetzt gerade eine Schießerei direkt an der Polizeistation, an der wir losgefahren sind. Hier gab es eine weitere Verfolgungsjagd und Schießerei. Das ist das Auto dazu? Ja. Ich glaube, das Gemeine ist, wenn man das dann sieht zu Hause am Fernseher, dann sieht es überhaupt nicht gefährlich aus. Dann sieht es aus wie Thilo mit Zause den Haaren, fährt Pickup. Aber durch San Salvador mit dem Pickup fahren ist nicht. Das ist nicht eine gruselige Gegend, das ist eine gruselige Stadt. Thilo lassen die vielen Tatorte der Nacht, die in El Salvador noch als ruhig gilt, ratlos zurück. Wie kann dieser Teufelskreis gebrochen werden? Was passiert, wenn Menschen zu drastischen Mitteln im Kampf gegen den Gangterror greifen, will Thilo am nächsten Tag herausfinden. Mithilfe einer Kontaktperson, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben muss, gelingt es Thilo, sich mit einem Mann zu treffen, der das Gesetz selbst in die Hand nimmt. Obwohl er Polizist ist, hat er sich einem Death Squad, einem Killerkommando, angeschlossen. Außerhalb seiner Dienstzeit macht er illegal Jagd auf Gangmitglieder. Als erstes würde ich gerne wissen, warum machen Sie das? Sie sind Polizist?
Die sogenannten Terroristen, die Bandenmitglieder, die haben uns den Krieg erklärt. Uns als Polizisten, aber auch unseren Familien. Tatsächlich hat uns unser System gar nicht geholfen. Wir haben deshalb entschieden, unsere Mittel zu nutzen und unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Und das bedeutet, diese Terroristen zu töten. Und es ist nicht wichtig, wenn auch ihre Familien darunter sind. Hinterlassen Sie irgendwelche Hinweise, damit die Gangs wissen, dass es das Killerkommando war? In einigen Fällen hat man etwas hinterlassen. Aber was man häufiger tut, ist, die Familie zu informieren, warum man ihn eliminieren wird. Wie schützen Sie sich außerhalb des Dienstes? Heutzutage ist ein Polizist tot, der keine Waffe zu Hause hat, um sich zu verteidigen. Er ist tot. Das hier ist keine Dienstwaffe und auch keine Waffe unserer Gruppe. Die Waffen, die wir benutzen, um die Banden zu eliminieren, sind nicht registriert. Als er erzählt hatte, dass er die Familie beschützen will, und damit die Polizeifamilie meint und natürlich auch seine, dann klang das für mich so wie eine andere Gang. Weil die Gang spricht ja auch immer von ihrer Familie. Also es sind eigentlich zwei Familien, die mit dem Krieg ineinander liegen, weil sich beide töten. 11 Jahre Bürgerkrieg kosteten 70.000 Menschen das Leben. Die folgenden 25 Jahre Gangterror forderten bis heute 100.000 Opfer. Opfer, um die sich der Kriminalforensiker Israel Tikas kümmert. Wir wissen, dass wir ein verstecktes Grab haben, in dem sich der Körper eines Opfers befindet. Das Verfahren, das wir hier anwenden, ist eines der 7 kriminalistischen Techniken. Man holt nicht einfach die Leiche heraus, sondern muss mit Hilfe forensischer Ausgrabung das gesamte Verbrechen rekonstruieren. Ich will mich mit Tikas am Fundort einer Leiche treffen. Noch weiß ich nicht, was mich erwartet. Was ich weiß ist, dass die Berge vor den Toren der Stadt San Salvador voller versteckter Gräber sein sollen. Das Problem ist, dass ich das weiß nicht, das ist, wenn man so eine... Ich befürchte, dass so eine Leiche, das brennt sich ein, wenn man das gesehen hat. Wirst du nie wieder los, glaube ich, so ein Bild. Wo Tikas auftaucht, wartet der Tod. Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob die Opfer Gangmitglieder sind oder nicht. Sie alle waren Söhne und Töchter. Für ihn zählt nur die Wahrheit und den Hinterbliebenen Gewissheit zu geben. Dank seiner Arbeit haben viele Menschen überhaupt ein Grab für ihre Verstorbenen. Manchmal kommen Menschen auf ihn zu und geben ihm Bilder und bitten um seine Hilfe. Tikas bittet Thilo mit anzupacken. Es wird eine zweite Grube ausgehoben, direkt neben der Leiche. Sie soll helfen, besser an den Körper heranzukommen, bei dem es sich um einen 17-jährigen Jungen handeln soll. Ist es nicht etwas seltsam, dass ich Ihnen hier helfe? Nein. Zu diesem Zeitpunkt gibt es hier keine wichtigen Beweisstücke mehr, die uns beeinträchtigen. Und die Leiche liegt ja dort drüben. Du machst es ja, um mir zu helfen und um einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen. Was du da machst, ist ja genau das, was wir sonst machen würden. Und dieser Stock zeigt, wie tief der Körper vergraben ist? Das nennt sich forensische Akupunktur. Ja. Diese Technik ermöglicht uns zu sehen, ob es eine Leiche gibt und wenn ja, wie zerfallen sie schon ist. Außerdem erfahren wir so die Position der Leiche. In welcher Position befindet sich diese Leiche? Also hier haben wir ein Bein und hier ist der Bauch. Aber wir wissen nicht, ob diese Körperteile abgetrennt sind. Noch ist unklar, wer im Grab liegt. Auch wenn es eine traurige Vermutung gibt. Mein Sohn verschwand am Donnerstag, den 24. März gegen 17 Uhr. Als ich hier ankam, band ich einem Hund ein Shirt meines Sohnes um. Ich habe wie ein Verrückter vor Schmerz herumgeschrien und gesagt,
Heute suchen wir meinen Sohn. Und wir gehen nicht eher nach Hause, bis wir ihn gefunden haben. Gibt es hier viele Familien, die ihre Kinder durch die Gangs verlieren? Ja, viele, tagtäglich. Und manche werden nie gefunden. Gott sei Dank konnte ich meinen Sohn finden. Manche werden nie gefunden. Sie werden seit Monaten oder sogar Jahren vermisst. Ich glaube an Gott. Er hat mir geholfen, ihn zu finden. Warum glauben Sie, dass dies Ihr Sohn ist? Man spürt es einfach im Herzen. Und die Erde war noch so frisch. Die letzte Etappe bei der Freilegung des Körpers bringt das gesamte Team an seine Grenzen. Der süßliche Verwesungsgeruch und der Anblick der schwer misshandelten Leiche, der die Unterschenkel abgetrennt wurden, gehören für Tikas zum traurigen Arbeitsalltag. Immer wieder denkt er daran aufzuhören, aber der Gedanke an die Opfer und ihre Hinterbliebenen lassen ihn nicht aufgeben. Können Sie mir sagen, was mit ihm passiert ist? Man kann gewisse Stichwunden erkennen. Etwa 20 Einstiche in der Thoraxgegend und am Hals. In diesem Fall kann man auch sehen, dass untere Teile des Körpers abgetrennt wurden. Können Sie mir erklären, warum die Gangs so brutal gegenüber der Bevölkerung sind? Das hier ist gar nichts. Absolut gar nichts im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die ich gesehen habe. Ich habe schon gesehen, dass der Kopf abgetrennt und in den geöffneten Brustkorb gesteckt wurde. Und dann werden sie so vergraben. Sie schneiden alle Gliedmaßen ab, etwa 14 Teile, und vergraben diese. Den Frauen stecken sie Äste in die Vagina, bis hoch in den Bauch. Diese Menschen sind Psychopathen. Je gewalttätiger und brutaler sie vorgehen, je mehr Angst und Schrecken sie verbreiten, desto mehr Macht haben sie. Für den wartenden Vater werden die Stunden des Hoffens von furchtbarer Gewissheit abgelöst. Im Grab liegt sein Sohn. Er war 17 Jahre alt, als die Gangs ihm das Leben nahmen. In einem Land, das keinen Grund für Mord braucht, war er vermutlich nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Bevor ich nach El Salvador kam, hatte ich das Gefühl, dass die Gangs, die hier sind, einfach nur die Bevölkerung terrorisieren, dass es so eine Gang ist. Und dann war ich hier und habe mit einer Gang gesprochen und hatte das Gefühl, okay, die Regierung ist verantwortlich dafür, dass die Menschen, die hier leben, in diese Situation gedrängt werden. Und jetzt sehe ich, keine Regierung der Welt zwingt irgendwelche Gangs, das zu tun. Den Sohn von diesem Mann auf brutalste Art und Weise zu töten und hier zu verscharren. Ich weiß aber nicht, was die Lösung ist. Ich weiß nicht, was man machen soll. Ich weiß nicht, diese Gangs zu bekämpfen, führt dazu, dass es mehr davon gibt. Ich habe gelernt, dass es auf gar keinen Fall schwarz-weiß ist. Es gibt nicht die Guten gegen die Bösen, es gibt nicht die Bösen gegen die Guten.